31 Jahre alt. Der Winnebago, wie er genau heißt, werden wir gleich mal erfahren, denn Peter und Beate sind heute hier. Ich grüße dich, Beate. Hallo. Grüß dich, Peter. Hallo. Wir sind Winnebago Warrior. Warrior? Ja. Baujahr 89. Und das Fahrkennzeichen habt ihr mir erzählt, das war gar nicht so easy, oder? Nee, war also schwierig zu kriegen. Also ich denke, morgen, übermorgen, also Montag, Dienstag, werden wir dann die Route, also das H-Kennzeichen haben. Ja, wir filmen heute am Tag der Deutschen Einheit. Großes Wohnmobiltreffen amerikanischer Wohnmobile. Das ist ein amerikanisches Wohnmobil. Jawohl, ein Originalzustand. Ist also nichts verändert. Ja, da ist sogar noch die Original-Mikrowelle drin von vor 30 Jahren, habe ich gesehen, direkt am Hauseingang. Die funktioniert auch noch? Die funktioniert einwandfrei, ja. So, wir gehen mal gerade drum rum, wenn ihr mal kurz mitkommt. So mal ganz langsam, dass wir das mal zeigen. Allein der Kühlergrill ist ja schon Erotik pur eigentlich, oder? Ja, der hat was. Also das ganze äußere Bild macht schon wirklich was wirklich Tolles da. Ja, was Interessantes. Auch ihr habt mal klein angefangen, oder? Ja, wir haben mit einem kleinen Peugeot-Hobby angefangen, mit Alkoven. Dann haben wir ein Tioga Fleetwood. Das war auch schon ein schöner alter Ami, haben wir weitergemacht. Und durch den Schlaganfall meines Mannes mussten wir halt eben... Der da. Der jawohl, da. Genau. Genau, der hatte den Schlaganfall, aber Gott sei Dank alles gut wieder. Ja. Endlich wieder alles überstanden, die linke Arm, alles wieder da. Das heißt, du musstest lernen, den wieder zu bewegen, oder? Jawohl, ganz langsam, aber es ging. War schwer am Anfang, deshalb war ich auch froh, dass es eine Automatik ist, weil dann brauchte ich nicht... die Hand allzu sehr zu beanstrengen. Ne? Das war natürlich nicht so schön, oder? Nee, war absolut nicht schön. Ne? Vor allem, man konnte in der Zeit ja auch gar nicht fahren. Ach so, das war das Schlimmste. Das war das Schlimmste überhaupt. Ja, der Rest, das muss man der einfach... Der Schlaganfall, der war egal, man konnte nur nicht fahren. Gell? Ja, das ist dann schon eine andere Sache, ja, wenn man das aber gewöhnt macht sich dann ist. Schon Sorgen, man oder? Macht sich mega Sorgen, ja. Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir müssen den Tioga verkaufen. Und halt eben einen anderen Wagen mit Festbett unten dann besorgen. Ja, und dann wurde es der Winnebago. So, den habt ihr jetzt wie lange schon? Wir haben den jetzt 2 Jahre. Ja. Ja, der letzte Woche waren wir auf dem TÜV gewesen. Sind ein paar kleine Mängel zu machen, aber die sind nächste Woche erledigt. Und dann wird er richtig zugelassen. Mit Wunschkennzeichen. Mit Wunschkennzeichen. B und P. PB 13, ja. Das ist unser Hochzeitsjahr. 1913. 2013. 2000, ja, stimmt ja. War ja 13 ja. Ist ja schon, wir haben schon 20, gell? Wir haben schon 20, ja. Das ist ja Wahnsinn. Wir sind 7 Jahre verheiratet, aber 24 Jahre schon zusammen. Das war nur Spaß mit 1930. Lange Zeit. Ja, gut, wenn ihr jetzt ein Auto habt, was schon knapp 30 Jahre alt ist, jetzt im nächsten H-Kennzeichen kriegt, das heißt, der muss im Originalzustand sein. Alles original. Der darf aber Patina haben, gell? Nein. Also soll so gut wie möglich ist erhalten bleiben. Also dass alles original ist. Dann, wenn da was verändert ist, also stoßstangenmäßig oder sonst irgendwas verändert ist, dann wird es schon schwieriger. Oder aber ich sag jetzt mal, wenn hier jetzt der Matt jetzt ein bisschen Lack ist oder hier mal hier das Aufkleberchen ja, ein bisschen ist, ab ist. Der ist ja auch 31 Jahre alt. Dann das ist okay, das darf da man. Da ist das verblasst und das muss so sein. Das muss so sein. So, ich zeig mal. So, ich blende es mal ein. Lieber Gott, beschütze unser Wohnmobil vor Unfall, Sturm und Feuer, denn es war teuer. Das habt ihr selbst machen lassen, das Schild, oder? Das gibt es so. Ja, es gibt es so zu kaufen. Den haben wir wirklich auf dem Flohmarkt gefunden. Das war unser erstes Schild, wo wir gesagt haben, das müssen wir haben. Ja, und dann folgten natürlich die anderen nach. Ne? So, da vorne sieht man es, ein Winnebago gehört zur Luxusklasse in Amerika. Jetzt ist der ja schon ein bisschen älter, der hat aber Patina. Ihr liebt ihn, habt ihr mir erzählt, gell? Oh ja. Ja. So, da ist ein richtiger Motor drin. Da ist der Big Block V8. Big Block V8. Ja. Wie viel Liter hat er? 7,5. Diesel. Benzin. 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 Anzahl der Zylinder? 8. Ein V8 oder was? V8. Ein V8 Big Block mit 7,5 Liter Hubraum. Der hat mal so richtig gesoffen, hast du mir erzählt. Ja, die braucht so 25 Liter, die wir gekauft haben. Und mittlerweile haben wir noch 15 Liter.
15 Liter. 15 Liter, ja. So, du hast da unglaublich lange eingestellt, ja, am Vergaser. Also das hat Wochen gedauert, bevor ich den so weit hat, dass der mal weniger gebraucht hat. Ah. Weil der Vorgänger sich ja rumgeschraubt hat, aber keine Ahnung, was die macht. Auf jeden Fall war alles verstellt und da muss man halt probieren, ne? Bis man draus findet. So, komm, wir gehen mal kurz zum Rum. Dann zeige ich mal, da vorne die Markise ist noch original. Nein, die ist einzig nicht mehr original, weil die Originale war kaputt. Da war der Stoff alles zerfetzt vom Sturm und die Stangen waren alles krumm. Spiegel original? Spiegel alles original. Sonst alles ist original. Die Steckdose original? Nein, die auch nicht. Aha, habe ich dich erwischt. Jawohl. Bin ich mal hier der TÜV-Prüfer. Hat der TÜV-Mann nicht gesehen. Ja, gut, der Steckdose muss ja auch sein. Ist auch nichts Schlimmes. So, da vorne, da steht auch die Zulassung. Dieses Fahrzeug entspricht den amerikanischen Bedingungen. Und hier sieht man das Original, der ist aus 1188 steht drauf. Hier unten kann man es sogar sehen. Und so sieht das Schloss aus. Das sieht aus wie bei meinem Spielzeugauto so ein bisschen, ja, oder? Ja, ist original. Krass. Ja, da oben ist so ein Windfänger. Nee, wie Traumfänger. Ja, da hat meine Frau reingeklebt. Und das, was ist das? Das war die Außenbeleuchtung. Von da geht jetzt der Strom für die Markise, also für die Beleuchtung von der Markise. Na. Die Markise geht mit Fernsteuerung. Echt? Ja, die geht mit Funk. Elektrisch? Ja. So, und da hast du blaue Lampen dran gemacht? Ja, die kann man auch raus und reinfahren dann, da geht das Licht mit und dann ist die vorne komplett beleuchtet. Mach mal. Ich bin mal elektrisch, Beate. Elektrisch. Ja, mein Mann möchte nicht mehr kurbeln. Ist ja klar, nach dem Schlaganfall, oder? Nee, das hat damit jetzt nichts zu tun. Mein Mann ist auch ein bisschen eitel, ne? Ach so, das ist ja Luxus, oder? Ein bisschen Luxus muss man haben. Das ist ne? Dann der Luxus, ja. Da vorne drin ist auch noch ein blaues, ne? Das sieht so ein bisschen aus, als wäre es eine Haushaltsmarkise. Ne, das ist schon eine Wohnmobilmarkise. Aber die ist unglaublich stabil, oder? Ja. Und schwer. Ist nicht so schwer. Mhm. Das Gewicht? Ja, die hat so 60 Kilo. Nochmal. 60 Kilo. 60 Kilo. Das heißt, der wiegt so viel wie du? Ja, ungefähr, ja. Er wiegt etwas weniger. Ja, 59 Kilo. Okay. Ja, das ist ja schon schön gemacht mit dem Licht, oder? Auf jeden Fall, ja. Das hat er gut gemacht. Ist auch wunderschön, wenn man abends so ein bisschen im Dunkeln sitzt. Ne? Schön romantisch, also schon klasse. Ja, ist auch schön, dass der Stoff nicht dunkel ist. Das heißt, es kommt noch ein bisschen Licht, kommt durch. Auf jeden Fall, ja. Und auch nicht von der Sonne her, da man sitzt im schönen Schatten. Ne? So, und das Schöne ist wahrscheinlich, man muss ihn nicht immer bei einem kleinen Windzug rein und raus machen, oder? Nee. So, und die hält ohne Stütze? Ohne Stütze hält die, ja. Krass. Warte, ich zeig's mal gerade komplett. Ich mach zwar noch Stützen drunter, wenn jetzt mal Sturm kommt oder was, dass sie Wind angesagt haben, dann kommen noch Stützen rein, aber so normal brauchen wir die nicht. Der Vorteil ist ja, wenn man so eine Markise hat und man ist so drunter, das ist schon ein bisschen heimeliger, oder? Das heißt, der Himmel ist nicht so da. Das ist der Wow-Effekt. Ne? Man sitzt schön, gemütlich. Das klappt also prima mit uns zwei. Vor allen Dingen, man kann noch bis spät abends noch gemütlich sitzen, ein Gläschen Wein dabei trinken. Ja. Mhm. Also ist schon was anderes. Eifeltee, ja, und ein Bierchen. Das ist so, denn du bist tatsächlich aus der Eifel. Ja, ich bin aus Gillenfeld. Aus Gillenfeld? Gillenfeld, ja. Das liegt bei Daun? Ja, bei Daun. Jetzt ist aber was ganz Seltsames, deine Frau kommt aus dem Hunsrück. Wer sich ein bisschen auskennt, die Mosel ist dazwischen. Ja, wir haben uns ja so kennengelernt. Sie wohnt in Daun und ich in Gillenfeld. Und da haben wir uns durch Zufall kennengelernt. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Darf er fragen? Ja, wir haben uns kennengelernt. Durch Bekannte. Er wollte eigentlich von mir ein Auto kaufen. Aber was, er wollte ein Auto kaufen? Er wollte ein Auto kaufen, ja. So, ja, ich stand auf dem Hof. Er ist halt eben Altmetallhändler. Altmetallhändler, ja. Schrotti. Genau, und Schrotti. Ja, nicht nur. Ja. Nicht nur Schrotti. Nee, er macht Baggerarbeiten, Containerdienste. Ne? Das sind also, da eigentlich gar keine schlechten, die Schrottis. Nein, auf keinen Fall. Vor allen Dingen. Dran, ne? Aber man hat zu wenig Platz für so einen Schrotti, ne? Man hat zu wenig Platz, der bringt immer zu viel nach Hause und sagt, oh, guck mal, kann ich noch brauchen. Ja, kommen viele Sachen, wo man gar nicht mit rechnet, weil die Leute heute alle schmeißen ja alles weg. Ja. Ne? Die halten das nicht. Da sagt die Frau, räumen und dann kommt einfach alles
weg. Und so Fundstücke hast du auch ab und zu mal, dass du so Traf oder? Ja. Ganze Haus voll. Schön ist immer, wenn du mal so 50 Kilo Edelstahl findest oder 500. Ja, das gibt ein bisschen Urlaubsgeld für das Wohnmobil. Das stecken wir dann wieder ins Wohnmobil. Ne? Also. Boah, ich habe jetzt viel erwartet, aber dass ich so coole Typen jetzt treffe, jetzt gerade eben. Wir hatten ja nur ein kurzes Vorgespräch. Komm, wir zeigen nochmal das Wohnmobil. Boah, ist das geil. Seit 2013 verheiratet. Ja. Im Winnebago Warrior. Warrior. Da ist er. Jawohl. So, da vorne ist ein Auslass, das sieht so aus wie... Da ist die Heizung und Warmwasserboiler. Boah, ist alles so schön hier. Wenn man das sieht, das ist noch ordentlich verarbeitet, oder? Hier sitzt der Kühlschrank, dahinter, ne? Klappe, welche Klappe? Oben die Klappe. Und eine Dunstabzugshaube hatte ich auch. Zum Kochen? Ja, zum Kochen. Ist ja süß. Ja. Klein, aber fein, oder? Ist also alles drin, was man braucht. So, da ist der Kühlschrank, der ist auch noch original? Auch noch original, ja. Ist mit die Frierfach. Also oh, ist die Frierfach fast so groß wie bei normalen. Ist der Kühlschrank ist. Ist das Edelstahl? Du kennst ja aus. Nein. Alu. Alu. Das ist eine Kappe aus Alu quasi. Ja. So. Die deckt das Ganze ab, sieht auch schön aus, eine Stahlfelge drunter, oder? Ja, ja. Okay. 7 Meter lang ist er? Ja, 7 Meter. Das ist die Heizung? Jawohl. Hot heißt? Heiß. Wenn die an ist, also Finger weg. Vom Gitter, sonst verbrennt man sich die Finger. So, da ist er wieder, der Traumfänger. Ja. Ach, da ist auch ein Original-Traumfänger. Guck mal hier, da sind die Indianer drauf. Da ist der Warrior. Ja, da hinten ist eine Klappe, das heißt, der ist nicht so riesig, der Kofferraum, oder? Nee, der hat im Prinzip nur da eine kleine Klappe, wo mein Mann, das geht alles unter das Bett drunter durch. Achso, das heißt, wir können gleich mal aufmachen, das Bett, da sieht man drunter, oder man wie? Kann man drunter schauen, ja. Okay. Auf jeden Fall. Und da ist unten drunter das was da? Das sind so kleine Staukästen, da hat mein Mann ein Werkzeug drin. Zeig mal, ist der offen? So, der Peter hat sich mal kurz eine Zigarette angerissen. Da ist der Abwasserschlauch und... Warndreie. Ich entsorge nur mit Schlauch. Mit Schlauch, ne? Ihr entsorgt nur mit Schlauch? Wir haben Tanks. Ihr habt Festtanks? Ja, 200 Liter Abwasser und 150 Liter Grauwasser. So, und der Tank für, wenn man mal so muss, Pipi, Kacker? Wo? Ja, der ist auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, ist auch ein Festtank. Festtank, ja. Okay. Und da wird halt eben der Schlauch dann angeschlossen, da macht man keine Schweinerei, bei der Entsorgungsstation nichts, einwandfrei. So, ich zeig mal gerade die Satzschüssel. Die ist ja wohl ein Hammer. Auch die ist blau beleuchtet. Die ist blau beleuchtet. Ja. Also wir kriegen überall Empfang. Durch die blauen Lampen, oder? Nee, weil die ist kompakter. Der LMB kann man einklappen, ne? Ja. Über die Schnur. Warte mal, zeig mir mal, das gibt's doch gar nicht. Da ist eine Schnur dran. Da ist eine Schnur dran, da kann ich das LMB verstellen. Warte mal, ich zeig mal gerade das Detail. Da ist eine Schnur dran. Und du kannst jetzt, wenn du mal an der Schnur ziehst, mach mal. Da geht das LMB rauf und runter. Wenn ich jetzt fahren muss, klappe ich das ein. Und wenn ich da bin, schlafe ich aus und dann habe ich Bild. So, da ist natürlich auch, man muss ja ungefähr wissen, wie die Antenne auszurichten ist. Da guckst du erstmal bei den anderen. Kann ich durchs Fenster gucken. Da sehe ich Fernsehen, da stelle ich auf LMB, also Transponder suche und dann kann ich das LMB einstellen. Und dann ist das 5 Minuten, habe ich Bild. Okay. Wo die anderen Schüsseln, die sich so drehen, die laufen dann noch. Das dauert hier ewig. Und das hier geht viel schneller. Also nochmal, da ist ein Seilchen dran. So, man sieht es da oben. Ein Seilchen. Das Seilchen geht dann hier runter über diese Führung, die der Peter entwickelt hat. Ja. Du bist wahrscheinlich Ingenieur im ersten Leben gewesen. Nee. Dann hast du das Seilchen da dran gewickelt. Du kannst sogar diesen Knoten, richtig? Ja, der Knoten habe ich mal einfach drauf gemacht, damit die Schnur sich nicht verstellt, sonst ist das Bild weg. Das stimmt. Und das ist auch bei Sturm, ist das hält? Hält, einwandfrei. Ja, und dann, als du ihn dann erlebt hast, 2013, da stand er da. Da stand er da, und ja. Hast du gedacht, der wird jetzt direkt mal dingfest gemacht? Vor allen Dingen nach 17 Jahren, ne, dann noch zu heiraten, das war natürlich dann auch
Ne, wir waren ja 17 Jahre zusammen. Ihr wart 17 Jahre zusammen? Wir waren 17 Jahre in wilder Ehe, ja. Echt? Ja. Beate? Wirklich. Ja. Und dann, aber er kann auch nicht sagen, er hat die Katze im Sack gekauft. Nee. Ne? Er wusste genau, was auf ihn zukommt. Genau, was auf mich zukommt. 7 und 7 sind 14, das heißt, seit 24 Jahren seid ihr Jawohl. Zusammen. Jawohl, ja. Und du weißt noch genau, wie das war, als er ein Auto kaufen wollte? Ich weiß das, ja. Frauen vergessen das nicht, Männer ja. Man kann sich nicht mehr an alles erinnern durch den Schlaganfall. Ist einiges weggeblieben, aber... Echt? Ja, also ich kann schon verschiedene Sachen, die... Da hakt es halt, ne? Bis ich mich da wieder dran erinnern kann. Ne? Das ist schade, gut. Oder? Ja, aber es kommt. Nach und nach kommt alles wieder. Aber er hat ja mich. Ich werde ihn dran erinnern. Ja. Das Schöne ist jetzt im Prinzip, du kannst ihm jetzt alles erzählen, oder? Ich was damals war. Ich kann ihm alles erzählen, ja. Ich kann ihm so ein schlechtes Gewissen machen, aber... Damals. Du hast mich so schlecht behandelt. Genau, ja. Mach mal einen Kaffee für mich. Wird nur besser. Tut er auch. Das tut er auch, muss ich sagen. Echt? Ja. Zu Hause nicht, weil wir sind beide berufstätig. Aber hier im Wohnmobil wird auch abwechselnd mal Geschirr gespült, dass er sich dann mal dran stellt und mal Geschirr spült. Doch, das gibt's. Ich zeig's mal gerade komplett, wenn ihr mal stehen bleibt. Das ist er von hinten mit der neuen Markise. Und der endgeilen Satzschüssel, das muss ich ja mal sagen. Und der Rückfahrkamera, die war auch schon drauf damals? Nee, der war keine drauf, die habe ich drauf gemacht, wenn wir rückwärts fahren, weil die Spiegel so eng bei der Scheiben sind. Die haben die auf Armee, die haben die Spiegel so eng gebaut, dass du hinten fast nichts siehst. Und mit der Rückfahrkamera, wenn ein Hänger dran hängt oder was, oder der Fahrraddreher normal noch dran ist, dann sieht man wenigstens was. Ne? Führerschein, du hast einen C? Ich hatte LKW-Führerschein Klasse 2, aber der ist weg durch den Schlaganfall. Aber jetzt der normale Klasse, der alte Klasse 3 noch. Der alte Dreier. Der alte Dreier, ja. Bis 7,5 Tonnen. Das wiegt 6 Tonnen. 6 Tonnen wiegt der? Ja. Das heißt, deine Frau kann auch fahren? Ja, die darf auch noch fahren, ja. Ist das schwer? Ich habe noch nie gefahren. Wenn er TÜV hat und ist zugelassen, dann fahre ich ihn. Aber nicht mit einem roten Kennzeichen. Ehrlich? Ja, wirklich. Versprochen? Versprochen, ja. Ja, ich fahre alle Autos. Ich fahre auch seinen LKW. Wenn es sein muss. am Hof, oder? Nee, auf der Straße. Achso, der ist unter 7,5 Tonnen. Ja, so ein 7,5 Tonnen. Was ist denn das für ein LKW? Was ein Mercedes 814. Ein 814, das ist ja der Standard-Schrotti-LKW, oder? Jawohl, aber als Absetzkipper. Als Absetzkipper? Mhm. Sag mal, es kann sein, dass die ab und zu mal so ein bisschen überladen sind, wenn man die so sieht? Immer überladen. Man immer, also 2 Tonnen, 2,5 darf ich laden, also schon immer 3 Tonnen. So, 90%. Ich mach mal die Kamera gleich aus. Das ist aber lieb. Gut, jetzt muss man sagen, bis 25%, nee, wie viel sind es in Deutschland? Bis zu 100% ist, glaube ich, erlaubt. Ja, 100% ist gut. So, wir gehen gleich mal rein. Ich könnte mich stundenlang mit euch unterhalten. Ihr seid so goldig. So, Fuel, da ist die Kreditkarte fällig, oder? Da ist der Tank, der Portemonnaie fällig, wenn man der aufmacht. Das heißt, ihr fahrt nach Luxemburg. Es lohnt sich nicht, nach Luxemburg zu fahren. Mit dem roten Kennzeichen darf ich nicht nach Luxemburg. Ja, stimmt, richtig. Wenn er angemeldet ist, kann man auch mal rüberfahren und tanken. Aber gut, ich sag ja, bei dem Verbrauch ist das nicht so. Genau, wenn ihr dort nämlich seid, dann ist der Tank wieder leer. Nee, nicht gerade. Nee. Nicht gerade, aber fast. Ja. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Das heißt, mit 15 Litern Tankvolumen, was geht da rein? Ja, ich meine 170 Liter. 170 Liter. Super bleifrei. Super, ja. Oder Super Plus. Normal Super. Nee, normal. Der 95er. 95. So. Da ist wahrscheinlich dann die Kreditkarte drin, oder? Nee, das die ist dann... Wasser. Wassertank. Zum Wassertanken, ja. Oh, Strom? Mhm. Strom ist da, ja. Boah, mit Holz. Ja. Original. Original mit Holz gemacht? Ja. Wie cool. So, da vorne steht drauf 110 Volt nur. Ist natürlich alles umgerüstet. Nicht alles auf 110. Also ein Teil, die Fernseher laufen auf 220 und 12 Volt. Und der Kühlschrank läuft auf 110. Mhm. Die Mikro läuft auf 110. Sonst alles 220. So, das W steht für Winnebago. Jawohl. Als ihr den gesehen habt, ihr habt den jetzt, woher habt ihr den? Aus dem Netz? Ja, im Internet gefunden, ja. Düren, ne? Oberhausen. Oberhausen, ja. Aus Oberhausen. So, dann steht er ja denn da.
Und wie war so das erste Feeling, als er dem Schätzchen... Das muss er sein. Das muss er sein. Das muss er sein. Genau das muss er sein. Meinen Mann, ja. Ja. Ich fand meinen Dioga schöner. Ich fand den hier besser durch das Fahrverhalten. Also man sitzt direkt bei der Scheibe, hat nicht noch so ein Dach über dem Kopf. Und da habe ich gedacht, nee, sowas muss ich haben. Ein voll integrierter. Ja. So ist es. Und da vorne sind höher. Die funktionieren, die Hörner? Ja. Mach mal an. Ich muss mal. Na gut, jetzt sind wir am Platz. Es ist ja jetzt, guck mal auf die Uhr, jetzt ist 5 Uhr, es geht noch, oder? Kein Problem, ja. Ja, fürs Fernsehen machen wir das mal. Für Fernsehen machen wir das, ja. Das klingt original wie so ein Schiff auf der Mosel, oder? Das ist das Original, ja. Das ist Original. Mein Mann hat jetzt so ein amerikanisches Martinshorn ersteigert. Mal gucken, ob wir das überhaupt drauf machen dürfen. Ja, der ist so ein richtig... Da unten, da sieht man, das hat der Mann nochmal dran geschweißt, oder war das so? Nein, das ist Original. Original. Das ist der Einstieg, ja. Boah, ist der schön. Ich mag den. Der ist toll, ne? Ja. Ja, der ist wirklich toll. Allein hier diese Antenne, das ist ja schon ein Schmuckstück. Okay. Wie die da so dran ist und dann so hoch geht. Das ist alles original. Alles original. Alles original. So, wir gehen mal rein. Es wird nämlich langsam frisch. Jetzt hat man so einen tollen Sommer. Irgendwann ist auch der mal zu Ende, oder? Auf jeden Fall. Aber als Camper kann das ja einen nicht beeinflussen, ne? Ist das so? Ja, das ist so, ja. Das heißt, ihr seid auch unterwegs im Winter mit dem? Wir versuchen dieses Jahr im Winter auch zu fahren, ja. So, ich ziehe mir die Schuhe aus, denn ist nämlich schön dreckig draußen. Ja, aber wollen ja nichts hier dreckig machen. Und das ist der Original. H-Kennzeichen taugliche Winnebago Warrior innen, der ja so gar nichts hat von dem voll integrierten weiße Ware Kram, der sonst so rumfährt, oder? Nee, der hat eigentlich alles so, wie es am besten zu brauchen ist. Gemütlichkeit, ne? Also haben wir bis jetzt auch nichts umgeändert. Da ist die Mikrowelle. Da ist die Mikrowelle, das heißt, die wird so eingestellt. Okay. Und zugemacht. Und schon läuft sie. Und die läuft noch? Die läuft perfekt. Die ist ja winzig. Mach sie nochmal auf, bitte. Die ist total winzig. Guck mal hier, da ist ein Raum drin. Das heißt, da könnte ich jetzt, was können wir da reinmachen? Alles, also ein kleiner Teller. Ein kleiner Teller. Ne? Wir haben gestern 4 Würstchen aufgetaut, weil wir die auf den Grill schmeißen wollten. Okay. Ne? Das ist, ne? Ja. So, da ist die Lampe. Ja, und der den jetzt hatte, warum hat er den abgegeben? Keine Ahnung. Der hatte niederländische Papiere gehabt, als wir den gekauft haben. Und ich denke mal, der Niederländer wird den an einen Vermittler verkauft haben. Und wir haben den von dem Nicht-Niederländer gekauft. Ja, stark ist das ein Hubbett, oder? Ja. Das heißt, wenn ihr euch mal streitet, ich habe nämlich schon mal gehört, dass der Mann, der kann ziemlich giftig werden. Der kann, oh ja, aber die Frau genauso. Beate und Peter, da ja. Vorne ist das Hubbett, das habt ihr noch nie benutzt, oder? Nein, genau. Aber man kann es runter machen. Mach mal, ich muss das sehen, ich muss ja alles sehen in dem Ding, das ist so herrlich. 30 Jahre altes Hubbett. Oh, wie geil ist das denn? Ja, sorry, das sind jetzt die Polster von den Stühlen. Ja, das macht doch nichts. Ne? Aber das Coole ist, guck dir mal. Das ist wirklich vom Feinsten. Ne? Ja, das Coole ist hinten so die entsprechende Konstruktion. Das erinnert mich so an so eine Schiffsschaukel, so ein bisschen. Ja, ja genau. Ja, ja, davon von den Gondeln. Ne? Von den Gondeln, die, so, ja, die man ja. auch überschlagen kann. Kennst du hier von der Kirmes? Ja. Und die Breite ungefähr so einen Meter? Ja, knapp. Nicht ganz, 80, oder? Ja. 80 breit. Die Frage ist, wie man da hochkommt. Gibt es eine Leiter? Nee, hier. Da drüber klettern. Sitz, oben. Mach mal bitte. Geht das? Okay. Ich muss das mal filmen. Und das hält dich aus? Locker. Ja. Locker? Ja. Locker. Warte, ich zeig mal gerade, wie er da liegt, so genüsslich. Ihr habt es noch nie benutzt? Nee. Ihr habt es aber mal probiert, ob es rausgeht. Ja, ob es funktioniert oder ob es aushält. Ne? Da muss man ja mal testen. Das heißt, ihr könnt noch jemanden mitnehmen quasi? Ja, also wenn mein Kind oder Enkelchen mal mitfährt. Enkelchen hast du schon? Ja, Opa bist du? Ja, ja. Wie viel Enkel hast du? Zwei. Zwei.
nachrechnen. Ich habe auch schon zwei. Ja, ich habe auch zwei. Also vier habt ihr zusammen. Genau. So, zeige ich mal gerade hier. Ja, wenn du mal so lieb bist, nochmal runterkommst, nicht, dass du mir einschläfst. Das Interessante ist, man könnte sogar noch fahren, wenn das Bett unten ist. Ja. Wenn ein kleiner Fahrer drin ist, geht das. Ne? Aber einem großen Fahrer ist schon schwierig. Schon schwierig. So, jetzt heben wir das mal hoch. Warte mal, deine Frau hilft dir. Und das wird einfach nur hier mit so zwei Haken und Ende Gelände. Ja. Na. Geht's? Ich kann leider nicht helfen, weil ich habe beide Hände voll. Da ist es. So. So, perfekt. So, und das ist. Du bist offensichtlich Raucher, gell? Ja. Außer das Armaturenbrett, das habe ich selbst gebaut. Ne? Das hier? Hier, das, wo der Aschenbecher drin steht. Das habe ich selber gemacht für die CDs, der Aschenbecher und was man so braucht, dass man alles in Reichweite hat. Wenn man mal weitere Strecken fährt. Navi, Rückfahrkamera. Ja. So, und das sind die kleinen Modelle. Ich zeig mal gerade. Das ist aber nicht derselbe, oder? Nee. Denselben kriegt man nicht als Modell. Kriegt man nicht. Habe ich zum Geburtstag gekriegt. Wann? Zu welchem? Zum dieses Jahr. Der große, letztes Jahr der kleine. Der große Geburtstag, das heißt, du bist schon 50, oder? 57. Und zudem habe ich der große gekriegt. Und zum Mann habe ich der Kleine gekriegt. Letztes Jahr. Mhm. So, da ist der Kleine, hier vorne der. Ja. Boah, ist der süß. Aber ich mag hier den Teddy. Der fährt immer mit, oder? Der fährt immer mit. Der Teddy ist der erste Teddy, den mein Mann mir geschenkt hat. Und der musste immer mit. Der ist jetzt wie alt? Ja, der ist jetzt 24 Jahre alt. Das heißt hier, das Auto, das könnte geklaut werden, der Teddy nicht? Den Teddy würde ich sofort erkennen. So, da ist noch einer? Da ist noch einer, den habe ich vor 2 Jahren von meinem Mann geschenkt bekommen. Und da vorne ist noch einer? Und das ist der Hund, den habe ich meinem Mann geschenkt, weil er immer gerne einen Hund mitnehmen möchte. Achso, du kriegst keinen Hund? Nee. Dann habe ich gesagt, da will ich so einen Hund, also der kann ich immer bei den Ecke setzen. Hol dir mal vor. Der bleibt immer. Komm, hol dir mal vor. So, und der hat eine Stockschaltung, der Hund, nee, der Wagen. Nee, der Wagen ist Automatik. Automatik, achso, Drive und... Mhm. Und Rückwärtsgang kann man auch. Ich habe nicht gesagt, hol den Hund. Das war deine Frau. Ja gut, er muss ja... Passt doch zu meinem Mann, oder? Gott, was hat der an, der Hund? Was ist das, so ein Rüchchen? Oder? Ja, keine Ahnung. Ich fand den nur einfach putzig. Und das ist so wie eine Kappe, ne? So eine Winterkappe. Und hast du gefreut? Jawohl, er muss ja einen Hund dabei haben, ne? Du brauchst nicht Gassi zu gehen, haben aber immer bei mir. Ja, der Vorteil ist auch, jetzt bricht garantiert keiner mehr ein. Jetzt ja, mit dem Hund. Angst vor dem großen Hund. So, und das ist dann quasi dein Arbeitsplatz. Das ist mein Arbeitsplatz, jawohl. Hier ist alles, was ich brauche, sitzt hier um mich rum. Ich habe hier die Rückwärtskamera. Da kann ich auch so gucken direkt, was hinter mir passiert. Also, wenn da jetzt irgendjemand kommt und an deine Satzschüssel die klauen will. Ja, dann sehe ich das. Oder wenn die Fahrräder bewegt werden hinten, dass man die immer im Blick hat. So, und da ist jetzt der V8, 7,8 Liter, ne, was hat er? 7,5. 7,5 Liter. Mach den mal an, bitte. Ah, einmal kurz betreten. Och, krass, oder? Warte mal, ich geh mal raus, ich muss das mal hören. Das ist ja der Hammer. Ich muss mal hier, da stehen nämlich meine Schuhe. Erstmal kurz nochmal raus. Ja, es geht. Ich muss aber... So. Die Auspuffrohr. Warte, ich guck mal. Das Interessante ist, die Auspuffrohr hat er gesagt. Oh mein Gott. Euro Null, oder? Oh ja. Ach so, deswegen das H-Kennzeichen, oder? Ja, nein, wir haben ja jetzt erst TÜV und da muss auch die ASU gemacht werden. Da kommen wir natürlich nicht drum rum. Okay. So, das heißt, du kannst in ungefähr einer Woche nach Stuttgart reinfahren, richtig? Ja, jawohl. Mit dem H-Kennzeichen darf ich in alle Zonen. Ne? Auch nach Stuttgart? Überall. Da gibt es keine Begrenzung mehr. Und gerade nach Stuttgart, gell? Ja. Ich fahre zwar nicht dahin, aber ich bleibe lieber an der Mosel, wo ist es schöner.
Gut, da ist ja auch keine Umweltzone an der Mosel. Nö. Und da fährt sich so schön. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, was da hinten rauskommt, wenn er kalt ist. Nee, da komme ich ja nicht hin zum Gucken, weil ich sitze hier vorne. Du hättest ja die Rückfahrkamera. Ja, da sehe ich aber nicht, was der Maus passiert. Gott, nee, Spaß beiseite. Ja, und das ist so eure Spielwiese. Das heißt, ihr macht doch relativ viel. Du hast eine Katze? Ja, zu Hause. Warte, ich zeig mal, die da? Nee, die nicht. Da war jetzt einfach nur so ein Spaßplatzset. Das hast du selber gebaut? Nee, habe ich von Bekannten geschenkt bekommen. Oh, wie süß. Da ist ein Hund, der hat Schuhe an. Ja. Ne? Also es war einfach, weil ich so tierbeliebt bin. Also ich mag Tiere gerne. Warte mal, dann der Mann, der hat gerade was gespielt. Mach mal an. Der hat da nochmal mit diesem Blau, wenn man abends Fernsehen schaut, dann haben wir das weiße Licht nicht an, sondern nur das Blau nicht. Das ist dann viel schöner, einen Film zu gucken. Ja, und stört im Bild nicht. Ne? Sonst mit hellem Licht. Und guckst dann von der Entfernung hier, das, wo du jetzt sitzt, das ist meine, ja. Setzt normal. Warte, ich zeig mal gerade. Wenn du dich mal gerade da hinsetzt, bitte, dass wir das einmal simulieren. Das ist so dein. Aber, also hier aber ich habe eben drin gesessen. Der ist so bequem, der Sitz. Ja, also wie im Wohnzimmer, wie daheim. Kann man ja auch zurückverstellen. Nein, aber der ist weich, der ist angenehm, das macht Spaß. Ja. Ist trotzdem noch fest nach 30 Jahren. Ne? Ja, der ist noch einmal frei. Ist noch nichts. Deshalb haben wir hier die Decken drüber. Da hat man den Original auch nicht versaut. Ne? Das wird einfach noch mal schön sauber gemacht und dann ist das auch wieder gut. Gurte, alles mit eingebaut. Schöner alte Sicherheitsgurt. Ja, alles original. So, da vorne, da ist so ein Schalterbrett. Wenn du mir mal erklärst, was man damit machen kann. Ja, da ist die Rückfahrkamera dran. Da ist die Innenbeleuchtung hier, die blaue LED, die Fußraumleuchte und der Nebelscheinwerfer. Und der Rest ist noch frei. So, ich zeig mal gerade eine CD-Sammlung. Die Amigos. Ja, die höre ich. Und Brunner und Brunner. Beim Fahren und halt Country-Musik auch. Da ist den Ort. Ihr habt noch CDs? Ja, alles. Noch gut. Ihr habt einen Stromgenerator hier drin? Noch nicht, aber soll eine wieder rein. Hier war eine drin, verbaut, den habe ich aber nie gefunden. Und was, den hast du nie gefunden? Nee, der war auch nicht mehr drin. Der Vorgänger hat den ausgebaut. Hast du genau nachgeschaut? Ja, der war nicht mehr da. Und jetzt baue ich auch wieder eine ein. Ich werde mal wieder Originale bestellen, irgendwo. Im Forum. Den hab ich nicht. Und dann baue ich den wieder ein, dann ist dann der Starter. Der Mann ist schon geil, oder? Ja. Das mache ich halt. Nicht immer einfach. Warum? Aber warum? Weil immer wieder neue Ideen kommen, wo ich dann sagen muss, halt, stopp, geht nicht. Nein, will ich nicht. Ja. Man muss halt mit Fortschritt gehen. Immer was Schöneres, wo man sagen kann, das haben die anderen nicht. Es hat keine blaue Runde, rundumlich beleuchtete Satellitenschüssel. Ja, doch. Mittlerweile hat uns einer nachgemacht, ja, haben wir gesehen auf dem Campingplatz. Aber nicht mit dem Seilchen, ne? Mit dem Seilchen nicht, nur die Umrandung da mit dem Blaulicht. Oh, das ist geil. Die Mentos finde ich ja super. Ich liebe Mentos, weißt du das? Ja. Magst du einen? Nee, aber es interessiert mich, was das da für eine Geschmacksrichtung ist. Was ist denn das? Das ist ganz schön. Das ist alles Mögliche. Zeig mal bitte. Ich habe meine Frau hier. Und das Feuerzeug ist schön, die Kalaschnikow daneben. Warte mal, Fruits, okay, bunt sind die. Ja. Also mein Mann hat eher diese Pfirsichdinger. Durch den Diabetes, wenn der so runtergeht, muss der halt eben was Süßes haben. Dann erst von den Pfirsichtalern da und dann ist das wer. Sag mal, es macht mir so einen Eindruck, ihr habt eine Menge Spaß, oder? Wir haben viel Spaß, ja. So, schön ist ja so am Camping, man ist nie allein, wenn man will, oder? Das stimmt. Also die Leute, die sind wirklich, nicht alle, aber sehr viele mega. Und wir haben ganz viele neue Freunde kennengelernt. Also die wo sind wir uns alle treffen. So ganz normal, oder? Die Idee ist jetzt nicht so, dass sie sagen, oh, was hast du an, wie siehst du aus? Nee, die sind normal. Also es gibt natürlich auch, die sind so ein bisschen Etepetete. So Morelo-Fahrer. Die ja? Da, will das ich, sind die Schlimmsten. Nee, ne? Will ich jetzt nicht so sagen, ne? Aber schon überwiegend die großen Concorde und sowas. Okay. Ne? Die kommen da, die grüßen nicht, wenn man da so ein... Ja. Ja. Die kennen dann die kleinen Leute nicht mehr. Die wissen dann nicht mehr, dass sie auch mal klein angefangen haben. Ne? Alle haben klein angefangen. Ja, alle. Ich bin aus dem Bauch meiner Mutter entschlüpft. Ja, da waren wir alle klein, ne? Ja, das stimmt. So, das ist denn eure... Wenn du mal kurz aufstehst, ich will mich mal wieder da hinsetzen. Ja. Denn da habe ich nämlich den optimalen Blick auf euer, auf eure Spielecke hier. Das heißt, ihr spielt auch Gesellschaftsspiele ab und zu? Nee, mein Mann möchte das nicht. Du aber? Ich spiele gerne oder ich lese oder mache einfach ein Rätsel. Ist die bequem, die Bank? Die Bank habe ich jetzt bequem gemacht, dadurch, weil neue Polster reinkamen. Und die habe ich dann härter gemacht, weil die anderen waren wirklich so richtig weich. Aber die sind jetzt mittlerweile neu aufgepolstert, also nicht mehr die alten Polster drin.
Und das H-Kennzeichen, das hat nicht gelitten darunter? Nicht mit den Polstern zu tun, nein. Auch der Fernseher, den darf man einbauen, einen neuen, oder? Genau, den darf man auch einbauen. Aber nicht die Mikrowelle, die muss drin bleiben, die original. Die bleibt auch drin, ja, die bleibt auch drin. Boah, hier, der Little Cookie heißt der nämlich ja. Von Goldstar. Von Goldstar, genau. Krass ist nochmal das Rad, wenn du nochmal kurz aufmachst. Ich muss nochmal das Rad zeigen, da ist nämlich so ein Timer. Das habe ich, im Grunde genommen habe ich das auch noch, bei irgendeiner habe ich das noch. Aber die ist so schön winzig. Die ist total knuffig. Ich habe die auch im ersten Moment voll übersehen. Ne? Ja, ich auch. Bis ich dachte dann, du hast eine Mikrowelle da drin. Ne? So. Dann hat man hier so eine Zusatzklappvorrichtung, wenn man Geschirr spülen möchte oder so, kann man das schön hier abstellen. Oder wenn man richtig viel kochen will. Ne, braucht man einfach nur hochklappen, einmal runterklappen. Ist ja, hier es so eine Fliegenfletsch. Ja, die Fliegenklatsch gehört dabei. Die brauchen wir im Sommer. Mittlerweile Masken für Corona, ne? Ist ja auch ein Muss. Guck mal hier, diese winzigen kleinen Engelchen mit der Engelchen, Klammer. Die Wäscheklammern. Genau, die habe ich geschenkt bekommen beim ersten Wohnmobil und seitdem sind die auch immer mit bei. Da hast du ganz viele von. Vier Stück, ja. Vier Stück. Also, wenn ihr irgendwas klauen, ihr wollt sie richtig ärgern, ja, dann nicht den Bär klauen vorne und nicht die Klammern. Ich wollte gerade sagen, ja, ich glaube, das wäre das Schlimmste überhaupt. Den Mann bringen sie mir wieder. Freiwillig. Ja, ich hoffe doch. Ist das auch original hier, das Kochfeld? Nein, den mussten wir ausbauen. Wir hatten hier vorher einen Backofen mit drin. Auf Gas und den muss man ausbauen, weil der die Gasprüfung nicht bestanden hat. Der ist durchgefallen. Der hat die Knöpfe hier vorne und um vorbeigehen haben die gesagt, wenn man da dran kommt, kann man anschalten. Und ist auch was dran, oder? Eigentlich? Ja, dann haben wir hier die Platte besorgt und die habe ich selbst eingebaut und die ist tiptop. Die kann man hier ein- und ausschalten. Vier das Flammen ist eine rein. Auch im Prinzip aus dem normalen. Haben wir hier einen kleinen 220 Volt. Backofen. Ein Grill. Für Grill, ja. Da hängt ein bisschen. Für Moins, Brötchen noch zu backen. Ne? Ja. Ist Toast Hawaii oder was gibt es da drin? Auch, oder eine Pizza, eine schöne Lasagne kann man da drin machen. Also, man kann alles hier drin tun. So, und da oben ist euer Bedienfeld das quasi. Das ist auch die alte Abzugshaube, die Originalabzugshaube. Alles original. Ja. Ne, das heißt. Da ist ein Lichtschalter. Der hatte vorher einen Gastank gehabt. So, das war es draußen. Das war das von draußen, genau. Ja, mach nochmal aus. Ich verstehe kein Wort. Ja. Oh, das ist das scharf, das Auto. Ich mag's. Sag mal, wenn du hier einen Kaffee machst, ja, du machst ihn ja noch auf die herkömmliche Weise, oder? Ja. Filter. Das ist eigentlich, das muss. Das Erste, sobald wir auf dem Platz stehen, Strom, Gas an. Kaffeewasser aufsetzen. Genau, richtig schön mit Kaffeefilter. Und ist er stark, dein Kaffee? Der ist mega lecker. Ja. Der ist stärker als in der Maschine, klar. Ist noch frisch und da? Jawohl. Ja, magst du trinken? Ja, jetzt geht ja nicht, aber vielleicht danach. Danach trinke ich ja gerne Kaffee trinken. Aber es ist wirklich ein Unterschied, ob du eine Maschine hast. Wir haben auch eine Kaffeemaschine hinten im Schrank, das ist gar kein Problem. Ich glaube, der normale Kaffee, da kriege ich Herzschmerzen von dir wahrscheinlich, ja, wenn ich ihn trinke. Ja, dann stehe ich wahrscheinlich um 11 Uhr noch. Ich glaube, da hast du die hier wirklich, ja, das stimmt. So, da vorne, da sind die Kleinigkeiten. Das sind aber auch die Original-Platzhalter, ne? Das ist von uns gar nichts gemacht, das ist wirklich original Winnebago. So, da vorne ist der SAT-Receiver. Und das ist die Stelle, wo du dann einstellst, richtig? Das heißt, du gehst dann da aus dem Fensterchen raus. Und dann stelle ich den Fernseher ein. Das ist der Fernseher und ziehst du in deinem Schnürchen? Ja, dann ziehe ich hinten am Schnürchen und dann habe ich Bild. Kann ich da am Fernseher gucken. Also das funktioniert, da ist ja auch noch ein Receiver. Ah. Weil wir können ja auch von hier gucken und von da gucken. Ne? Ich hab's befürchtet, ja. Das heißt, ihr habt zwei Fernseher. Wenn meine Frau jetzt GZSZ guckt und kommt Cobra 11, gucke ich lieber hinten Cobra 11. Du bist der Cobra 11 und siehst die GZSZ? Jawohl. Ist das beides RTL? Nee. Nee. Es geht ja auch gar nicht, weil das ist ja zeitgleich. Nee. Das eine ist wahrscheinlich, ich gucke seit 8 Jahren kein Fernsehen mehr. Ihr schaut ab und zu Fernsehen? Ja, also fast täglich, wenn wir hier so Stellplätzen sind. Ja. Ist doch schön, das ist im Prinzip wie zu Hause. Ja, und wir machen direkt, wenn wir kommen, hat jeder seine Aufgabe. Ich mache dann den Strom. Schwindler. Was? Nochmal. Schwindler. Nochmal, was hat er gesagt? Er würde den Strom machen. Das ist gar nicht wahr. Ich mache den Strom.
Gasflasche. Nochmal gerade. Du sprichst auch platt, oder? Ja, auch. Wenn du es nochmal wiederholst. Ich mache dann echt den Gartenstuhl und der Satzschüttel. Okay. Mache ich da fest. Oh, ihr seid ein cooles Paar. Dankeschön. Ja, wirklich? Also, wir sind auch ein bisschen durchgeknallt. Nee, ja, wenn du sagst, also ich weiß das. Ich würde mir das nie anmaßen, ja. Also wir haben ganz tolle Freunde, mit denen wir uns regelmäßig treffen. Und die sagen immer, das sind die besten Wochenenden überhaupt. Ich zeig mal das Geilste an diesem Wohnmobil, wenn du da jetzt drauf kommst. Was denn? Die Dusche oder dem Klo? Nee, da kommst du nicht drauf. Nee, komm. Was ist denn das Geilste? Der Ventilator. Das Allergeilste an eurem Wohnmobil. Weil ich die Sitze. Nee. Der Kühlschrank. Oh, nicht. Der Kühlschrank. Motor. Nee, kalt. Ist hier dieser Videorekorder. VHS-Videorekorder. Das ist ja wohl. Ist ja wohl ein Hammer, oder? Ein VHS-Videorekorder. Mein Mann muss unbedingt Fernsehen haben. Und wenn man mal auf einem Platz steht, wo gar kein Empfang geht, können wir wenigstens ein Video schauen. Ich habe einen Freund, der hat eine Videothek gehabt und dann hat er zugemacht, den Konkurs. Ja. Und dann sagte er zu mir, kannst du Filme brauchen? Ja. Und dann habe ich dem die ganzen Filme abgekauft. Das sind 300 Stück. So, was macht man mit 300 Filmen? Hast du die dabei? Nee, die hatte ich alles zu Hause. Teil haben wir dabei. Ich hole ihm mal einen Teil mit. Zeig mal bitte. Nein. Ja. Pornos, oder? Ja. Auch, ja. Sag mal. Echt, hat ihr Pornos? Auch. Nee. Ja, klar. Hier ist er. Was ist er da? Auf. Oh, nee, das lese ich nicht vor. Okay, das behalten wir für uns. Okay. Das heißt, ihr habt noch Spaß, oder? Ja. Da will ich ja hoffen. Ja. Das wäre aber schlimm, wenn nicht. Du bist ein Hammer. Gar nicht. Das heißt, ihr habt den ganzen Pornos abgekauft. Ja klar, wir haben alles gekauft. Musste man ja auch mitnehmen. Achso, die waren dabei. Die waren alle dabei, ja. Das heißt, ihr habt auch die normalen Filme. Wir haben auch die Zeichentrickfilme, ne? Die Pat und Patta schon, Stussi und Strolch haben wir auch alle zu Hause. Da war ja alles. Alles, was in der normalen Videothek zu verleihen war, haben wir gekauft. Da habe ich den für ein Apfel und Ei abgekauft und da kamen mir die ganze Kisten zu Hause an. Ich habe gedacht, ich kriege die Krise. Und dann hast du gedacht, naja. Dann habe ich gedacht, so, jetzt brauche ich noch einen Videorekorder. Und dann habe ich bei eBay gegoogelt, bis ich einen Rekorder gefunden habe. Und dann habe ich den da oben eingebaut. Und seitdem bleibt da schön da drin. Kann man gucken, wann man will, ob man jetzt Empfang hat mit der Schüssel oder nicht. Ich kann mal ein Kassett reinschieben, da kann ich ein Video gucken. Ich bin vollkommen sprachlos. Reicht. Ja, ist so. Ist so. Der ist so klasse. Ja, doch. So was muss man einfach lieben. Der Peter. Ja. Ne? So. Zeig mal, was ist das? Das ist für die Toilette, wenn man auf Toilette sitzt. Da einsperren. Genau. Die hast du selber gebaut? Nee, die war drin. Die war drin. Wenn du nochmal gerade mal zumachst, mal nochmal zu. Das ist so Bast oder. Ja, so Holz. So ein Imitat. So ein Imitat. Und da vorne ist so ein Magnet, oder? Ja, hier ist ein Magnet, wo das dann einrastet. Und da bleibt dazu. Da kannst du den Ventilator anmachen halt eben oder die Dachluke ganz auf. Ne? Also alles auf kleinstem Raum, klar. Ne? So, und die Duschtür, die hast du selber gebaut, habe ich gehört. Die habe ich selber gebaut, ja. Aus Metall natürlich. Ja, Metall und dann die Scheibe hatte ich zu Hause, rotes Plexiglas. Und dann habe ich die Scheibe eingesetzt und ist einmal frei. Warm Wasser. Der Originalhahn ist nicht mehr drauf, weil der war undicht. Und dann habe ich da den aus dem normalen Badezimmer geholt. Und natürlich ein Riffelblech drunter. Jawohl. Ja, muss ja abdichten dahinter. Das hast du wahrscheinlich nicht im Baumarkt gekauft, das war noch übrig. Nee, habe ich so beim Räumen nicht gefunden. Das habe ich damit heimgeholt und umgebaut. Also im Duschen Platz hat drin. Ey, ihr seid die allergeilsten Camper, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Ihr seid so klasse. Dankeschön. Das sind aber so die Storys, die siehst du nicht auf den ersten Blick. Wenn du Leute kennenlernst, die dann was erzählen, da kannst du stundenlang zuhören. Ja, das kann man auch nicht beschreiben, wenn man sowas nicht gesehen hat, was in so einem Wohnmobil all passieren kann, ne? Wenn man alles umbauen kann. Da kommen immer neue Ideen. Ne? Da irgendwie was wieder, und da muss man wieder was. Das hier ist zum Beispiel, das ist das Original
Also hier die Hähne. Ne? Das Original. Das ist alles Original. Kalt und warm. Hier, das habe ich reingemacht, wenn man nachts raus muss, damit man den Schlafenden nicht stört. Da hat man wenigstens Licht auf der Toilette. Und natürlich wieder einen Aschenbecher. Ja, der muss ja überall sein. Da macht man auch keine Sauerei im Wohnmobil. Ne? Andere gehen raus zum Rauchen. Ja gut, das ist aber viel zu kalt, oder? Wir hatten den ersten neben uns stehen und der hat gesagt, boah, ihr seid die Ersten, die ich im Wohnmobil rauchen gesehen habe. Dann habe ich gesagt, das ist unser Wohnmobil und wir entscheiden, was wir damit machen. Das ist eine gute Einstellung, oder? Ja, wenn ich hier rauchen möchte, dann möchte ich rauchen. So, das ist der Kleiderschrank. Genau, das ist der Kleiderschrank. Moment. Komm noch aus dem Weg. Ja, das ist, musst ja auch Mülltrennung hier machen. Ne? Warte mal, Bioabfall, du trennst hier? Ja, ich trenne. Ich trenne so. Plastik. Ich zeige aber, bevor wir jetzt in den Kleiderschrank reingucken, wenn du vielleicht mal die Reizwäsche dann nochmal rausholst. Warte mal. Die Schublade ist geschlossen. Ich zeige mal gerade was. Ihr beide seid ja wirklich grundverschiedene Typen. Der eine trinkt Coke Zero. Ja. Richtig? Ja. Und der andere, der trinkt Pepsi Light. Pepsi Light, ja. Ist das ungefähr so? Ist das auch im Leben? Nein. Also in der Regel trinke ich Wasser, kein Coke Zero. Nein, das meine ich nicht. Aber seid ihr zwei verschiedene Typen? Ja, wir sind zwei total verschiedene Typen. Also du bist die Pepsi? Nein, ich bin die Coke Zero. Du bist die Coke Zero. Genau. Ja, das ist eigentlich ein Männerding, Coke Zero. Ja, aber mein Mann mag lieber Pepsi. Light. Light, ja. Durch den Zucker, ne? Ich bin Diabetiker und deshalb muss ich dann die Light trinken. So, und das ist so deine Mahlzeit? Ja, das ist mein Favorit. Nee, dahinter die. Ah, das sind die Tabletten, ja, die muss ich dann. Viele muss holen? Vier Stück, manchmal fünf. Jeden Tag? Ja. Sonst nicht und, gut. Und Spritzen, ne? Mit Insulin. Achso, du bist Diabetiker jetzt. Ja, ja. Typ 1 typ oder 2? 1. Typ 1. Ja. Okay, das heißt, der ist nicht heilbar. Nein. Habe ich durch einen Geburtstag gekriegt. Durch einen Geburtstag? Ja, durch meinen 40. Geburtstag. Kam ein Freund von mir und hat Schnaps mitgebracht und der war in einem Plastikeimer, also in so einem Eimerchen, aufgesetzt. Ja. Und der stand schon 5 Jahre in dem Eimer. Und der hat mir das nicht gesagt und ich habe den nicht getrunken. Und der Weichmacher aus dem Plastik hat mir die Bauchspeicheldrüse kaputt gemacht. Krass, oder? Marit selber schuld. Wir hatten uns gezofft an dem Tag und er musste als Einzigen da saufen. Ich glaube, er hat das ganze Ding getrunken. Er hat ziemlich viel davon zu sich genommen, sagen wir mal so. Ja. Weil normal von so einem kleinen Fingerhut. Ich schlug, also er hat wirklich. Ja, ja. Und dann direkt ins Krankenhaus? Oder? Nö. Und dann ein paar Tage später habe ich dann Durst gekriegt ohne Ende. Okay. Und dann ging ich ab zum Arzt. Und da sagte er, ja, du hast Diabetes, hochgradig Diabetes. Du musst ohne Nadel, kommst du gar nicht mehr klar. Ja, und dann hat er mir dann die Spritzen verpasst. Mensch, und das ist jetzt wie lange her? Fast 20 Jahre? Ja, 17 Jahre. Das sind so Tage, die man nie vergisst, oder? Nee, das ist grausam. Da wird man jeden Tag dran erinnern. Ne? So, kommen wir mal zu was Kalten, zu was Schönem. Die Klimaanlage. Genau, Klimaanlage. Die geht noch. Die geht top, ja. Ja, hat man dieses Jahr auch gut gebraucht in der Sommerzeit. Die war manchmal, das war ja ich liebe dein Spülschwamm hier, die beiden. Ja, die habe ich geschenkt bekommen von einer ganz lieben Freundin. Und ich sage, die sind so schade zum Geschirrspülen. Die müssen einfach in Körbchen rein und dann müssen die dabei sein. Oder hier, guck mal hier vorne, da ist so ein kleines Einhorn. Das habe ich auch von der Freundin geschenkt. Das kommt normalerweise raus, wenn der Tisch draußen ist. Da kommt die kleine Decke mitten drüber und dann kommt halt das Einhorn mit Salz und Pfeffer halt eben mit nach draußen zum Frühstücken für die Eier. Mhm. So, du liest gerade die Intrigantin an seiner Seite. Eine Ärztin verfolgt ihren Kollegen mit erbittertem Hass. Ja, ich brauche im Moment so ein bisschen schnulzig. Normalerweise lese ich ja Bücher. Ja, okay. Bücher liest du? Jack Berndorf. Jack Berndorf? Ja, ich habe sie alle zu Hause. Eifel-Krimi. Eifel-Krimi, ja. Der gute Jack Berndorf. Ich habe sie alle zu Hause, ja, auf jeden Fall. Gibt keinen, den ich nicht habe. Ich glaube, den neuesten habe ich jetzt hier im Wohnmobil sogar. So, jetzt gucken wir in den Schrank. Wir haben es versprochen. Da vorne ist noch einer. Guck mal hier. I love you. Ja, das ist auch ein Bärchen. Den hat mein Mann mir, also auch, ich glaube, vor 15 Jahren mal geschenkt. Vor 15? Ja, also. Nee, neben der VHS-Sammlung. Komm, anderes Thema. Neben
der VHS-Sammlung, genau. So, und das ist der Kleiderschrank? Jawohl. Der ist auch nicht groß, oder? Den hat mein Mann einfach Regale reingemacht, damit man halt eben mehr unterbringen kann. Ja, das ist ordentlich, oder? Das haben so manche nicht zu Hause, oder? Es reicht, ne? Bier, Cola. Aber was ist das für ein Bier, sag mal? Radler. Ja. Ist ja auch so, als Diabetiker muss man auch da aufpassen, ne? Ja, also ab und zu trinke ich mal einen Radler, wenn man so im Fernsehen gucken ist oder was. Um ein kleines bisschen runterzukommen von der Beate. Von der Woche. Achso, von der Woche. Gut. Das habe ich so jetzt nicht gemeint. Also, ja. Nee, habe ich nicht. Nein, runter vom Alltag meinte ich. Ja. So, Schluss. So. Ja, ich denke, ich habe alles gesehen jetzt eigentlich. Den Kühlschrank hast du. Den Kühlschrank habe ich gesehen. Boah, ist das ein Teil. Das ist der Original. Das Problem ist, ich konnte ihn gar nicht sehen, den Kühlschrank, weil oben drüber der VHS-Rekorder, der hat geleuchtet auf mich. Ja, das ist jetzt oben unser Gefrierfach. Und das ist die Diabetikerkost. Jawohl, genau. Eis, wenn warm wird oder abends mal Lust hat für ein Eis, haben wir immer alles bei uns. Und Fritten? Ja, wir haben ja eine kleine Fritteuse, so ein Portable, die kann man mitholen. Wo ist sie? Zeig mal. Hier habe ich die drin. Du, da hast eine Fritteuse dabei. Da ist eine kleine, ja, Chips für meinen Mann, alles Diabetiker essen. Diabetiker essen. Genau, ne? Eine Alarmanlage ist drin. Alarmanlage ist drin. Wie ich sie gekauft habe. Ich habe die aber noch bis jetzt noch nie getestet und habe es noch nie ausprobiert. Ja, jetzt, wo ja jeder weiß, dass die Bärchen hier drin sind, da würde ich die schon mal anmachen. Muss man die schon anmachen. Aber ich glaube, bevor die an die Alarmanlage geht, isst der erstmal die Chips alle auf. Das stimmt. Ja. Ne? Und da ist die Fritteuse. Das ist so eine kleine Mini-Fritteuse. Ja, komm, ich glaube sie. Die habe ich besorgt und... Die ist aber echt mini. Die ist echt mini. Also da passt wirklich für jetzt zwei Portionen. Jetzt interessiert mich doch mal. Wenn soll ich rausnehmen? Ja, hol sie mal raus. Ja, ich nehme sie für raus. Zwei Portionen reicht die. Ist ja winzig, voll. Oder? Die ist mega. So, das dauert so 10 Minuten, das heißt es? Ja, dauert viel länger nicht. Und dann hat man die Pommes fertig. So, das ist wirklich eine kleine Mini-Fritteuse. Und das ist frisch, das Fett? Ja, ganz frisch. Ganz frisch. Mhm. Ich habe mal so Leute gesehen, da... Nee, habe ich jetzt einmal benutzt und ne, wenn jetzt die Saison etwas kälter wird, dann wird die wieder rausgeholt und dann bleibt die auch zu Hause. Ist die süß? Die ist süß, ja, die ist wirklich... Hersteller, die Leute fragen immer... Alaska. Alaska. Zeig mal vorne. Alaska-Modell heißt Alaska. Okay. Alaska. Und runter Modell. DF900 heißt sie. Also wenn sich einer die mal kaufen will, DF900 Preis ungefähr, 20? Ja, 20 Euro. Ja, dafür kann man nichts da. So, jetzt Fall. Ist aber gleich das Eis hier geschmolzen, weil die Tür noch offen ist. So schnell geht das hier, wenn nicht. Also der macht richtig kalt, oder? Der hält richtig kalt. Ein Kompressor oder Absorber? Nee, Absorber ist das. Also der geht über 100, der normale Lichtstrom, ne? 110 Volt. 110 Volt. Vielleicht doch ein Kompressor, oder? Oder alles kann der? Der kann alles. Der kann alles. Gas alles. Auch, ja. Okay, dann ist es Absorber, wahrscheinlich. Knack und Back habt ihr noch? Zeig mal. Gibt's die noch? Die gibt's im Aldi. Die gibt's immer noch? Die habe ich jetzt auch die habe ich so als Sechsjähriger. Durch einen Bekannten. Der hatte die letztes Mal auf dem Campingplatz. Boah, sag, wo gibt's die denn noch? Die gibt's wirklich im Aldi. Die kenne ich noch. Als ich so ein Mini-Kind, die haben wir aufgebacken, da hatten die Bäcker noch nicht auf sonntags, weißt du noch? Genau das, ja. Und deswegen musste ich die auch haben. Und da sind wirklich 6 Stück drin, ne? Echt? Große? Ja. Die schmecken immer so ein kleines bisschen nach Hefe und so ein bisschen sauer, wenn man den Teig isst. Ich habe früher den Teig immer gegessen. Dann lässt man es aber ein bisschen länger im Backöfen drin und dann ist das gut. Auch okay, ja. Und die schmecken ganz lecker mit so obendrauf so Butter und so. Buttermarmelade mit, ja, einfach gut. Da lacht der Diabetiker, oder? Da lacht der Diabetiker, genau. Okay, das heißt, der muss laufend natürlich prüfen, Insulinspiegel. Ja, auf jeden Fall. Wir haben einen Sensor, also er hat einen Sensor, den er dann ablesen kann. Ist also mega. Ja, ihr seid gut unterwegs mit den Kalorien, ja. Oder? Ja, also da ist eine Mayonnaise, ein bisschen Remoulade. Alles dabei sein. Der Sahnewunder Schoko. Was ist das denn? Das ist Schokosahne. Schokosahne gibt's jetzt? Das gibt's. Die gibt's in Schoko, die gibt's in Erdbeere. Das ist wirklich. Jetzt Schokosahne. Es gibt richtige Schokosahne, ja. Sag mal, du hast noch nie die Sahne im Mund gemacht? Wieder gib mal her, doch immer. Zeig mal. So. Warte. Boah, ist das geil. Nee. Richtig Schokolade.
Und die schmeckt auch? Die schmeckt wieder. Zeig mal. Krass. Wenn du mir mal kurz den Roman mal zeigst von vorne, sei mal so lieb. Den Roman? Ja, ja. Das sind so drei Stück zusammen. Drei Stück zusammen. Liebe, Lust und Leidenschaft, da geht es auch immer wieder um... Ja, um richtig schnulzig und dann kann man weinen und kann wissen, ja, ich finde die einfach nur zwischendurch mal gut, aber ansonsten brauche ich was Spannendes. Sag mal, wo kauft man solche Romane? Wo gibt es sie? Gibt es eigentlich in jedem Buchgeschäft. Im Buchgeschäft? Ja, gibt es auch Romane, ja. Und die sind lange, die Romane, oder wie lange liest man so ein Ding? Ja, also normalerweise, wenn ich gut dran bin, 2-3 Stunden, habe ich dann einen kleinen Roman gelesen. So, das war jetzt hier zum Beispiel ein... Sag mal, das ist eine dunkle Stunde in Ihrem Leben, Roman von Patricia Wandel. Um was geht's da? Das war jetzt wirklich um eine Staatsanwältin, die mit einem Rechtsanwalt liiert war und die da wirklich ein richtiges Drogen- oder Gangstermilieu aufgedeckt haben und sich dann dadurch auch verliebt haben. Also auch schnulzig. Der Vorteil ist ja, da sind ja keine Bilder dabei. Das heißt, du musst dir die Bilder im Kopf machen, oder? Du musst dir die im Kopf machen, ja. Mhm. Also du stellst dir alles vor. Aber das machst du dir auch wenn du den Jacques Berndorf liest. Mhm. Wenn du dann durch die Straßen fährst, wo der beschrieben hat, dann weißt du genau, aha, da war jetzt am Golfplatz Loch so und so war die Leiche und da machst du dir auch Gedanken. Ich hab ein einziges Mal in meinem Leben habe ich mal so einen Roman gelesen, da ging es so ein bisschen zur Sache, so Chaka Chaka. Okay, ja gut. Und habe ich noch nie vorher gelesen. Also ich habe das so wie ihr natürlich auf VHS öfter mal. Ja. Aber gelesen habe ich das noch nie und das kann man sich so richtig lesen, ne? Kann man sich richtig vorstellen. Das kommt da aber nicht vor, oder? Nein, das kommt da nicht drin also, vor. Das ist ganz sauber. Das ist alles stupenrein, ja. FSK 18. Ja, nee, ja. 12. 12. Ja. Was ist das da hinten für eine Zeitung, TV? Das ist eigentlich meine Fernsehzeitschrift. Die mag ich einfach, weil das ganze Fernsehprogramm drin ist und natürlich auch ein bisschen was... Ich glaube, wer ist da vorne drauf? Die Inka? Genau, oh. Inka Bause. Ach, ist sie alt geworden, ne? Ja, ich finde ich gar nicht. Die kommt ja jetzt die neue Bauer sucht Frau-Serie wieder. Ich gucke gar kein Fernsehen mehr. Ja, aber den guckt mein Mann sogar mit. Da habe ich den sogar schon angesteckt. Ja, ja? Frau muss mal gucken. Also, phänomenal. Was da für Bauern antanzen, wie die überhaupt eine Frau kennenlernen. Also, ich frage mich das manchmal wirklich. So viel Alkohol kann doch gar nicht geben. Dass die Frauen sich in so Männer da verlieben, ne? Also das ist schon irre. Das kannst du nicht vorstellen, ne? Ne, das kann man sich beileibe nicht vorstellen. Jeder Topf braucht seinen Deckel. Nochmal? Du hast ja deinen auch gefunden. Sie hat gesagt, jeder Topf, weil es war gerade das Mikro weg. Ja. Wenn du mal gerade einmal umblätterst, da ist der süße Schokokuchen drin. Du gehst hin und... Nein, ich bin keine Backfrau, muss ich sagen. Keine Backfrau? Nein, ich koche sehr gerne. Hier waren jetzt... Meine Tochter backt auch die schönsten Torten, aber ich bin keine Bäckerin. Okay, das heißt, ihr habt noch ein richtiges Fernsehprogramm, wo ihr dann abends guckt, was kommt. Ja. Netflix, kennt ihr das? Kenne ich, haben wir aber nicht. Nirgendwo, auch zu Hause nicht. Prime, Amazon Prime? Haben wir auch nicht. Apple TV? Nein. YouTube? YouTube kenne ich ja, vom okay. Video her. Ja, da gucke ich auch schon. Spätestens ab heute wirst du es kennen. Spätestens jetzt werde ich öfters reinschauen. Ich befürchte ja. Ihr habt die? Das, ja. Auch mal am Handy habt ihr das? Handy habe ich das, ja. Also, ihr kriegt von mir die Trophäe zu den besten Campern der ganzen Welt. Ich habe noch nie so geile Leute wie euch kennengelernt. Vielen Dank. Nee, ernsthaft, ja. Die Leute denken jetzt vielleicht, der verarscht ihr oder so. Nee, ja, ihr seid, wie ihr seid, oder? Wir sind, wie wir sind, ja. Wir sind das, normal geblieben. Ja. Das ist wirklich so. Ihr seid normal geblieben. Wir haben keine großen Ansprüche. Also, wir sind mit Kleinigkeiten zufrieden. Zum Beispiel diesen Kocher. Ja. Das ist eine Rarität, den haben wir gefunden im Flohmarkt. Ja. Dann haben wir den schön sauber gemacht und jetzt... Der hat immerhin 12 Euro gekostet, ja? Immerhin. So, mir fällt sonst eigentlich kaum noch was auf. Am geilsten, wenn du mir mal kurz mal das Feuerzeug zeigst, da am Eingang. Das Feuerzeug? Das da. Und damit will ich Schluss machen. Ja, mein Mann hat so eine Sammlung. Ja. Also zu Hause hat er richtig Feuerzeuge, ob das eine Handgranate ist, ob das Gewehre sind, eigentlich alles, ne? Mhm. Ja, Basketball hast du als Feuerzeug. Das ist so ein bisschen Spielzeug meines Mannes.
So, unter anderem hier das Multimeter darf nicht fehlen. Das ist ja auch da. Muss ja auch dabei sein. Wenn unterwegs der Strom mal ausfällt irgendwo oder ein Nachbar fragt, kannst du mal gucken. Ist auch behilflich, oder? Ich helfe immer, egal. Weil ich mit allem auskenne, ob das Gas ist, ob das Wasser ist oder... Das Coole ist, ich kann jetzt meine komplette Kleidung kann ich jetzt erstmal entlüften. Das ist Rauchen. Nee, ist ja nicht schlimm, aber ich habe ja, früher war das ja so, in den Gaststätten, da wurde ja überall geraucht, da war das überall so jeden Abend. Oder? Ja. Nimmer. Mhm. Da war das so, war ja auch nicht schlimm, oder? Nee, war ja okay. Ne? Boah, komm, geh mal raus kurz, dann mache ich die Abmoderation, die will ich natürlich vom Auto machen. Boah, das ist eine coole Geschichte hier von Peter und Beate, seit 7 Jahren verheiratet und seit 24 Jahren ein Paar, ja, kennengelernt als... Wenn die Einbrecher nachts kommen, wollen den Hund klauen, haben wir mal, wenn die Einbrecher kommen nachts, dann haben wir auch was dabei. Schori. Ja, genau. Schuri. Schuri. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist dann die Zigeunersprache wieder. Die kommt dann wieder raus. Naja, ne? Das ist so bei mir, ja. Ich komme ja auch aus einfachen Verhältnissen. Mhm. Okay. Ja, mal hörtet. Mal hörtet, ja. Ja, ein bisschen. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das hier abmoderieren soll. Wenn ihr einfach mal da stehen bleibt. Ich habe es eben schon probiert. Die wahrscheinlich coolsten Camper der Welt. Heute am Tag der Deutschen Einheit. Peter und Beate mit dem Kennzeichen, was für ein Kennzeichen habt ihr euch jetzt ausgesucht für das neue? Down PB13H. Down PB13H, also wenn ihr dieses Auto seht, ja, sprecht sie an und du kannst dann nächst Eintrittskarten verlangen für die Raumführung inklusive dem VHS-Rekorder. Jawohl. Machen wir. Danke, tschüss. Danke, tschüss.